Es geht um Urinnutzung. Das Thema hat ein überraschend großes Echo ausgelöst mit meinem vorherigen Video. Es ist ganz klar, dass die meisten Menschen nicht den Platz haben und auch nicht die Möglichkeiten, Urin und Exkremente insgesamt zu nutzen auf dem eigenen Gelände. Man braucht relativ große Flächen. Das hat viele Menschen enttäuscht und deshalb möchte ich jetzt einfach mal zeigen, wie es organisiert werden kann für Dörfer, aber wie es auch in Städten geht und dass da sich auch schon einiges bewegt. Ja, die Situation ist, dass wir ja, einfach die Nährstoffe über die Nahrung vom Land bekommen, dann gehen sie in die Stadt und werden dann halt zum erheblichen Teil ja, einfach inzwischen vernichtet. Also die Klärschlammnutzung wird immer weniger gemacht. Das sind alte Zahlen hier. Und das ist auch gut so, weil da ganz viel Mist drin ist. Also von daher, das ist jetzt fast überall Verbrennung. Gesetzlich geht es sehr stark in die Richtung. Aber wir haben auch sehr, sehr viel Nährstoffaustrag in die Gewässer und letztlich in die Meere. Und da sind halt sehr viele Stoffe, die halt auf dem Land gebraucht werden, die aber dann über ein solches Abwassersystem nicht zum Land zurückkommen, sondern ausgewaschen werden. Und zum anderen haben wir pathogene Keime, auch in den heutigen Kläranlagen ist im Ablauf immer noch erhebliche Belastung an recht gefährlichen pathogenen Keimen. Da gibt es ausführliche Untersuchungen, haben wir bei meinem Institut auch gemacht. Also nicht baden in der Nähe, wo Kläranlagen-Einleitungen sind. Und natürlich die Mikroschadstoffe, Pharmazeutika-Rückstände und Mikroplastik ist auch dort zu finden. Also da muss mehr passieren. Bitte auch Druck ausüben auf die Politik, dass halt die Abwasseranlagen verbessert werden. Das ist nicht akzeptabel, wenn eine Kläranlage einfach nach der Nachklärung keine weiteren Behandlungsstufen mehr hat. Und die Rückgewinnung von Nährstoffen ist begrenzt, aber auch da muss mehr passieren. Und wie man es insgesamt aber machen kann, in großräumigen Systemen, da habe ich jetzt 3 Jahrzehnte zu gearbeitet, eine Menge Erfahrung, viele Projekte gemacht und möchte da mal so ein bisschen den Stand schildern, wie es aus meiner Sicht gut geht. Ja, Wasser, Nahrung, Energie kommt fast alles von außerhalb der Stadt. Es wird Abwasser und Abfall produziert. Und jetzt wird das Abwasser auf den Gewässer eingeleitet. Oh, da ist aber dann doch wieder eine Stadt. Moment mal, was ist da denn los? Da ist doch schon was faul. Pharmazeutika im Oberflächenwasser, Pharmazeutika-Rückstände 150 kann man relativ direkt messen. Es sind aber ein paar tausend, wenn man sehr fein misst. Niemand weiß, was daraus passiert. Wenn irgendjemand sagt, das ist so verdünnt, da passiert nichts, ist das eine völlig unwissenschaftliche, verharmlosende Aussage. Es weiß einfach niemand. Die Nährstoffe müssen zurück zum Boden und darum soll es jetzt gehen. Ja, Innovation, da gibt es halt die Konzeptinnovation, die kaum gemacht wird. Fast alles ist technische Innovation, formale Innovation. Der Toaster ist jetzt rund statt eckig. Technische Information, 3% mehr Effizienz. Aber mit Konzeptinnovation, da kann man plötzlich ganz was anderes erreichen. Und da gibt es im Abwasserbereich eine riesige Erfolgsgeschichte, die nicht so sehr bekannt ist. Und das ist die Industrie. Die hat über die letzten 20, 30 Jahre ja, einfach die alten Systeme, die halt auch einfach alles Abwasser hier einsammelten, in Gewässer gingen, umgewandelt in Systeme, die eine Wiederverwendung ermöglichen. Also das sind Systeme, die für eine bestimmte Produktionsstätte die Wiederverwendung ermöglichen. Und manche arbeiten sogar ganz ohne Abwasser und der Wasserverbrauch ist massiv geringer geworden. 80 bis 90% weniger Energieverbrauch in der Industrie.
Und so eine Innovation steht aus im kommunalen Bereich für den Abwasserbereich. Das ist sehr, sehr zäh. Die Kanalnetze sind lang und waren teuer. Und es gibt trotzdem Lösungen, wie man das machen kann. Und das möchte ich zeigen. Ja, hier kann auch plötzlich mit solchen Systemen Geld verdient werden, weil wenn man Wasser und Inhaltsstoffe zurückverwendet, dann entsteht auch Wertschöpfung. Ja, im kommunalen Bereich, im häuslichen Bereich. Im Haus haben wir einerseits das Grauwasser. Das ist so die große Wassermenge. Das sind so ja, 25.000 bis 100.000 Liter pro Person und Jahr. Wir haben eine ganze Menge Spülwasser. Das macht einen erheblichen Anteil aus, so ein Drittel über den Daumen bei Spültoiletten. Und was wir da eigentlich wegspülen, ist minimal. Das ist 500 Liter Urin pro Person und Jahr und etwa 50 Kilo Nassmasse an Fäkalien. Wenn man sich jetzt die Inhaltsstoffe anguckt, dann würde man halt das Ganze überhaupt niemals vermischen, so wie auch in der Industrie das nicht mehr gemacht wird. So haben wir jetzt hier völlig unterschiedliche Charakteristika. Im Urin sind fast alle Nährstoffe. Hier sind jetzt nur die großen NPK, Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und es gibt natürlich noch ohne Ende andere Schwefel, Calcium, Magnesium und ohne Ende Spurenelemente, die auch ja, einfach jetzt durch Auswaschen in die Meere dann knapp werden, weil der Bergbau gibt nicht mehr so viel her. Bei vielen lebenswichtigen Substanzen sind es noch wenige Jahrzehnte, bis die aus sind. Und das Gleiche gilt auch im Bereich von Phosphor. Die Vorräte sind sehr dreckig jetzt. Uran und Cadmium ist da mit drinne. Das ist auch eine Sauerei, dass sowas auf die Äcker gebracht wird. Völlig inakzeptabel. Und es scheint aber Menschen zu geben, die ja, einfach ein völliges Desinteresse haben, dass es Menschen gut geht. Und dann die Fäzes ist noch weniger hier und da ist aber ein ganz großer Teil der Stoffe drin, die eigentlich wieder auch Bodensubstrate werden können, die sogenannten organischen Stoffe, also das, was gewachsen ist. Und da können dann Bodensubstrate draus gemacht werden, die den Boden verbessern. Aus meiner Sicht all das von menschlichen Exkrementen, auch vom menschlichen Urin, nicht an menschliche Nahrung. Das habe ich im letzten Video ausführlich erklärt, werde ich hier nicht mehr drauf eingehen. Es ist komplett inakzeptabel aus sehr vielen Gründen. Die meisten Menschen der Welt lehnen das komplett ab und deshalb sollte man es auch nicht machen, weil man muss auch respektieren, was die Menschen wollen und nicht einfach nur verschweigen und es heimlich machen. Wenn man jetzt hier diese Trennung macht, und das ist der entscheidende Punkt für alle neuen Abwasserkonzepte, Konzeptinnovation, dann wird das Grauwasser auch zur Ressource. Man kann das wieder aufbereiten und da auch wieder Wasser draus machen. Die Wassereinsparung ist natürlich immer auch sinnvoll und damit hängt auch sehr viel Einsparung von Energie zusammen. Es gibt einen wunderbaren Duschkopf, Vortex von Wolf Aqua Manufaktur. Der hat eine Dusche erfunden, die macht Wassertropfen, wo innen drinne Luft ist. Und ich habe das jetzt seit 15 Jahren hier bei mir im Betrieb, habe dadurch wahrscheinlich schon gigantische Energiemengen und sehr viel Wasser gespart. Gerade weil ich auch tatsächlich gerne lange warm dusche und dann kalt. Das ist unbedingt empfehlenswert. Die Lieferzeiten sind inzwischen relativ lang geworden, weil die Menschen natürlich jetzt merken, Energie wird teurer. Und das macht sehr, sehr viel Sinn. Und es gibt verschiedene Duschköpfe mit 6 Liter statt der üblichen 18, was ja ein völliger Irrsinn ist, ist ganz klar. Mal einfach einen Eimer drunter halten unter die Dusche und dann wird man sich wundern, wie schnell der voll wird. Es gibt auch Wärmerückgewinnung aus der Dusche. Also das ist hier so eine Dusche, wo das Duschwasser
im Ablauf dann einen Wärmetauscher hat. Ne, hier käme jetzt das Duschwasser runter und würde dann hier noch warm reinlaufen und das kalte Wasser wird dann vorgewärmt. Kann man auch sehr viel Energie mitsparen, ist auf dem Markt, wird glaube ich relativ wenig eingebaut wegen dieser komischen Willenlosigkeit. Also da, wo wirklich was zu bewegen ist, wird nichts gemacht, aber da, wo Milliardenmärkte ausgerollt werden für Industriebetriebe im Namen der Pseudoökologie, ich nenne das inzwischen Ökologismus, das ist pervers, das ist korrupt und es gibt auch grüne Korruption offensichtlich und das ist traurig, weil da so viel Schaden mit angerichtet wird. So, dann zurück zum Abwasser. Die Teilstrombehandlung bietet sich an. Also Teilstrom heißt, wir würden halt tatsächlich hier getrennte Erfassung machen. Und das heißt aber, wir brauchen andere Toilettensysteme. Die normale Spültoilette, die verbraucht sehr hohe Wassermengen. Insofern kann man das nicht wieder nutzen. Ich selber habe angefangen mit Vakuumtoiletten Systeme zu bauen, die jetzt ziemlich populär werden, obwohl ich inzwischen andere propagiere. Aus Schweden kommt die Entwicklung Separationstoiletten, Urin wird getrennt erfasst und da gibt es eine sehr schöne neue Entwicklung, die ich hier in dieser Präsentation zeigen werde. Wasserfreie Urinale funktionieren sehr gut und dann gibt es die Trockentrenntoiletten, mit denen man auch arbeiten kann. Und hier jetzt nicht dargestellt, das bringe ich aber gleich noch, Behältertoiletten, die halt einfach Exkremente komplett sammeln und die dann halt abgefahren werden. Ja, volle Nährstoffnutzung 1, Vakuumtoiletten und Schwarzwasserkreislauf, das sind jetzt so die Hightech-Systeme. Wie gesagt, ich habe selber mit Vakuumtoiletten angefangen und in Lübeck für die Expo 2000 damals ein System geplant, wo in den Häusern Vakuumtoiletten sind. Wir haben dann eine Biogasanlage gebaut in der Siedlung, um Energie und Volldünger herzustellen. Das läuft nach wie vor. Es hatte so seine Probleme. Vakuumtoiletten waren noch nicht so ganz gut entwickelt, sind jetzt zum Glück sehr viel besser geworden. Und da so Vakuumstation, also hier dieser Vakuumtank, der ist ungefähr so groß wie ein Mensch und saugt das ganze Toilettenabwasser aus der Siedlung dann in solche Zwischenbehälter, Hygienisierung und dahinter ist eine Biogasanlage und die kann aber durch Gesetzesänderungen nicht betrieben werden. Ja, die Möglichkeiten hier, die Einsammlung zu machen, sind halt hier relativ aufwendig. Und da gibt es ein ja, interessanteres System. Wir haben allerdings tatsächlich mit diesem Vakuumtoilettensystem sehr wenig Schwarzwasser, etwa 5 Liter pro Person und Tag. Und etwa 60 Liter Grauwasser. Also wir haben 60 bis 70 Liter Wasserverbrauch in dieser Siedlung, die aber komplett eine moderne Siedlung ist, wo die Leute jetzt überhaupt nicht extrem sparen. Und Phosphor wird jetzt auch aus dem Grauwasser. Hier haben wir noch immer auch einiges an Phosphor im Grauwasser. Die Geschirrspülmaschinen, Tabs. Und das ist jetzt nicht mehr erlaubt, von daher wird hier das Phosphor im Grauwasser zurückgehen. Ja, aber wie gesagt, die Vakuumtoiletten haben so ihre Nachteile. Aber wenn wir das Toilettenabwasser getrennt sammeln, können wir halt hier Grauwasser sehr sauber wieder aufbereiten. Das ist hier aus der Pflanzenkläranlage das Wasser. Es ist aber hier in diesem ja, gereinigtem Wasser immer noch einiges drin. Also man sollte da auch gute Haushaltschemikalien verwenden, die wirklich mineralisierbar sind und nicht nur abbaubar. Abbaubar heißt gar nichts.
So, dann diese Vakuumtoiletten haben dann so ihren Weg gemacht, auch durch viele Vorträge von mir. Ich habe in Holland viel Vorträge gehalten und da ist dann halt hier auch das Projekt in Sneek entstanden, auch Vakuumtoiletten, Biogasanlagen mit Weiterentwicklungen. Hamburg Wasser hat dann ein noch sehr viel größeres System gebaut für etwa 1700 Einwohner, auch Schwarzwassertrennung. Und die haben jetzt hier noch besondere Weiterentwicklungen im Energiebereich, weil die Fettabscheider Fette damit reinbringen, damit sehr viel Energie erzeugen können, direkt in der Siedlung. Und das inzwischen größte System nach meiner Entwicklung, ja, Vakuumtoiletten, also Vakuum-Biogas-System, ist jetzt in Helsingborg in Schweden. Da habe ich auch ein Video in meinem Kanal, wer das ein bisschen angucken will. Und in dieser Neubausiedlung sind Vakuumtoiletten in den Gebäuden. Und das ist halt auch jetzt etwas, wo im sehr großen Stil ja, solche Schwarzwassersysteme gebaut werden. Ich habe übrigens sowohl für Hamburg Wasser als auch hier für Helsingborg bei den Beratungen zu den Konzepten vehement dafür gesprochen, den Schwarzwasserkreislauf zu installieren, den wir inzwischen entwickelt haben, den Ulrich Braun erfunden hat. Aber das, ja, weil da noch kein großes System da ist, hat man das dann nicht gemacht und jetzt diese Systeme auf Vakuumtoiletten. Auch das geht und die sind inzwischen doch relativ zuverlässig geworden. Aber dieses Schwarzwasserkreislaufsystem ist eigentlich überlegen. Da wird halt Schwarzwasser, Grauwasser getrennt. Das Schwarzwasser wird gereinigt und wieder zu Toilettenspülwasser. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Also diese Kreislaufführung hier, das ist absolut naheliegend. Und wir spülen nicht mehr mit Wasser, sondern mit einer hochkonzentrierten Nährstofflösung, die Konzentration hat wie Urin. Und bei diesem System kann man dann das Ganze trocknen und damit einfach ein ja, Düngerpulver erzeugen, das erst braun ist. Und wenn man das erhitzt auf 300 Grad, zerfallen alle diese Substanzen, die anders nicht abbaubar sind. Und so sind die Pharmazeutika auch dann wirklich weg, mineralisiert. Und wenn man so ein System hat, kann man halt auch das Grauwasser reinigen, wiederverwenden. Man braucht kein Kanalnetz mehr, auch in städtischen Gebieten. Und man spart auch viel Energie, weil man kann die Wärme des Grauwassers komplett nutzen. Frischwasserbedarf für so eine Gebäude wäre so 10 bis 20 Liter pro Person und Tag. Und das ist der Schwarzwasserkreislauf und der Grauwasserkreislauf durch Ulrich Braun erfunden, der inzwischen nicht mehr unter uns ist. Ja, die Möglichkeiten sind allerdings hier begrenzt, weil es braucht eine relativ große Einheiten, also möglichst sehr viele hundert bis paar tausend Einwohner, dass sich sowas lohnt. Aber interessant wäre eine Entwicklung für eine einzelne Wohnung und dann wäre man entkoppelt. Und das ist, glaube ich, was möglich wird. Dass halt im Haus ein kleiner Kasten steht, der das Spülwasser der Toilette wieder aufbereitet und Pulver erzeugt. Und das Wasser, Grauwasser, sollte man aber eher auf Gebäudeebene machen, Grundwasser, damit das wieder mit Regenwasser aufgefrischt wird. Und solche Systeme machen Sinn und sind halt auch in verdichteten Innenstädten möglich. Man muss aber da, wo dichte Bebauung ist, halt das Regenwasser dann versickern und auch versickern können oder oberflächlich ableiten. Ja, so viel zu diesem System. Hier noch ein Bild. Wir haben also den Schwarzwasserkreislauf auch gebaut in Hamburg in der Nähe vom Hauptbahnhof für umgerechnet 150 Einwohner funktioniert. Und da die Nanofiltration, die dann halt auch die Pharmazeutika-Rückstände und sowas rausholen kann und auch für eine Entfärbung sorgt und die ja, Mikroorganismen zurückhält, dass das Spülwasser halt farblos und hygienisch einwandfrei ist. Ist aber auch wieder Aufwand, kostet auch Energie und deshalb zeige ich jetzt
die volle Nährstoffnutzung, Urintrennung, Fäkaliensammlung mit einfacheren Methoden. Ja, nochmal hier Trennung. Es gibt Toiletten, wo man halt einfach die Exkremente einsammeln kann. Und da ist halt eine Firma, es gibt verschiedene Anbieter. Ich mache hier einfach deshalb Werbung für Separett, weil die einfach tolle Produkte haben. Die sind nicht ganz billig. Es gibt auch preiswertere andere Modelle. Und dieses Ding ist aber klasse. Und die haben jetzt noch auch eine neue Entwicklung, die nochmal einen besseren Sichtschutz hat. Ich benutze selber ein älteres Modell und da ist auch so eine Klappe drin, die aber noch nicht optimal funktioniert. Und dieses neue Modell, ja, sieht klasse aus, kann auch in so ein modernes Bad gepackt werden, hat keinerlei Rohre, also das kann man überall hinstellen. Und im Inneren ist dann halt hier, also oben erstmal der Toilettensitz hat diese Trennung. Und die Fäzes fallen halt in einen Eimer und Urin geht hier in einen entweder Behälter oder hier in dem unteren Bild in eine Rohrleitung, so dass man es ableiten kann. Und diese Eimer kann man halt rausnehmen, entleeren. Man muss es aber wirklich auch wollen. Es ist nicht, man reißt sich um diese Arbeit nicht wirklich. Und man macht es dann so ein bisschen widerwillig. Ich mache das so, dass ich halt, wenn ich den Fäkalbehälter mit den Sägespänen leere, also man macht einen Deckel drauf und man lässt den immer erstmal noch ein paar Wochen stehen, damit das kompostieren kann, sich zersetzen kann und neuer Behälter ist dann schon drinnen. Man hat also mehrere solche Eimer. Und wenn dann so ein Eimer wirklich dann auch ja, entleert werden muss, dann pflanze ich eigentlich häufig da direkt einen Baum. Also da kann man halt auch Aufforstung machen an Stellen, wo das passt. Ich habe aber genug Platz, deshalb kann ich sowas gut machen. Das geht nicht überall. Urin ist aber eine relativ große Menge und da braucht man ungefähr 400 Quadratmeter pro Person, die wirklich gedüngt werden soll. Wie gesagt, ich schließe menschliche Nahrung dabei aus, aber es gibt natürlich Bedarf bei Büschen und so weiter, da kann man auch einiges machen. Ja, die Nutzung von Urin kann über Kompostierung mit sehr feinen trockenen Holzhäckseln erfolgen. Man braucht allerdings 200 Kilo pro Person und Jahr an Holzhäckseln und dadurch bildet sich aber sehr, sehr hochwertiger Langzeithumus und man kann dann halt einfach dafür sorgen, dass das nicht mehr flüssig ist und dann kompostiert. Man kann aber auch eine direkte Düngung von diesen Comfrey-Pflanzen machen, die hier oben im Bild sind. Ist eine bestimmte Beinwellart. Also Beinwell gibt es ja auch mit blauen Blüten. Und dieses Comfrey hat etwas violette Blüten und nimmt sehr, sehr viel Urin auf, sehr viel Stickstoff auf. Und da danke ich Dr. Jürgen Reckin. Leider ist der Name hier unten beim Bild abgeschnitten, der vor 2 Jahren verstorben ist und diese Ideen hier entwickelt hat. Und diese Massen von Biomasse, die hier durch Comfrey entstehen, ich mache das selber auch, das ist wirklich gigantisch und das kann halt dann kompostiert werden. Ja, das ist aber wieder für die Selbermacher und jetzt kommen wir zurück, was kann das Dorf, was kann die Stadt machen? Und es gibt halt die berühmte Terra Preta, schwarze Erde im Amazonas. Dort hat man entdeckt, dass in bestimmten Gebieten die besten Böden der Welt sind, obwohl die Böden eigentlich, wie hier links im Bild, einfach brutal schlecht sind unterm Regenwald. Und das sind menschengemachte, fantastische Böden, die 500 Jahre nach der Vernichtung dieser Kultur immer noch hochfruchtbar sind. Und es gibt die Hypothese von Dr. Heiko Piplo, der auch nicht mehr unter uns weilt, dass dort so Behältertoiletten waren, vielleicht solche Keramiktöpfe,
weil man kann halt an verschiedenen Stellen dort sehen, dass es in der Erde bei Ausgrabungen so etwas gibt, wo so Töpfe offenbar drin waren und wo dann aber auch in die Erde so ein Sickerstrom ist. Also das könnte tatsächlich eine Trockentoilette gewesen sein. Und die wurden vermutlich in Laktofermentation versetzt. Oder man hatte damals eine bessere Verdauung, weil man einfach natürliche Nahrung gegessen hat. Und das ist etwas, was uns inspiriert hat, die Terra Preta Sanitation zu entwickeln. Das ist ein Toilettenmodell, was Sabine Schober entwickelt hat. Und sie hat damit unsere Ausschreibung gewonnen, den ja, Designwettbewerb für die World Toilet Organization. Und das ist nicht in Produktion bisher. Ich versuche gerade, das in China in Gang zu bringen. Und solche Behältertoiletten sammeln halt die Exkremente für eine Familie für eine Woche ungefähr. Und da die Milchsäurebakterien und eine gewisse Zuckerzugabe dafür sorgt, dass das komplett geruchs- und gasfrei ist, das wird auch komplett verschlossen nach der Benutzung, kann man halt damit auch Exkremente einsammeln. Und man kann das dann aber auch über solche ja, Schwerkraftrohre in Zwischenbehälter machen, der dann halt zum Beispiel alle 2, 3 Monate ausgeleert wird und für eine Düngerproduktion verwendet wird. Ja, da haben wir auch eine Masterarbeit laufen gehabt, wo halt gezeigt wurde, dass diese Systeme sehr, sehr kostengünstig auch gebaut werden können, auch mit echter Haustechnik. Ja, dann die Urinsammlung. Das ist also jetzt die zweite Typ von System mit Urinsammlung. Und die Trockentrenntoilette habe ich vorhin schon gezeigt. Aber jetzt, was kann man im Dorf, in der Stadt einfacher machen, wo die Leute nicht jetzt selber sammeln würden. Auch das wäre denkbar. Auch solche Systeme sind natürlich dann machbar, ja, wenn entweder die Not da ist durch Stromausfall, dass Kanalnetze nicht mehr funktionieren. Eine Sammlung kann man immer noch leichter machen. Und wasserfreie Urinale funktionieren sehr gut. Das ist so ein Membransystem, die ja auch die Urinsammlung ohne Wasser ermöglichen. Es gibt Urintrenntoiletten, die halt im vorderen Bereich der Toilette so einen Urinablauf haben, wo man dann so eine Leitung hat. Das hatte ich selber mal bei einem Haus, was ich mal hatte, eingebaut. Und die sind aber leider immer sehr schnell verstopft, solche Anlagen, weil Urin halt doch sehr schnell Probleme macht. Und wir haben auch damals mit meinem Ingenieurbüro ein Projekt gemacht in Österreich. In diesen Wohnungen waren halt diese Urintrenntoiletten. Wir haben große Urinbehälter dort eingebaut, um Urin zu sammeln. Und für das Schwarzwasser, für Fäkalien, haben wir so Rottebehälter eingebaut. Und bei dem Projekt ist leider unsere Annahme, dass Urin ein Dünger ist, der in der Landwirtschaft gefragt sein wird, falsch gewesen. Es ist eine Gegend mit komplett Zuckerrübenanbau. Und die Zuckerfabriken schreiben haargenau vor, was da gedüngt werden darf und was nicht. Und so war halt die Düngernutzung in der ganzen Gegend nicht möglich. Und das war halt so ein schwerer Rückschlag für das Projekt. Und dann bräuchte es halt so eine Düngerproduktion aus Urin, wie hier in Holland. Das ist damals aber dort nicht gemacht worden. Hätten wir eigentlich dann im nächsten Schritt machen sollen. Aber die Toiletten haben halt auch leider häufiger versagt, sodass das von der Seite auch nicht gut weiterging. Da gibt es aber inzwischen eine sehr gute Lösung, die ich gleich zeige. Und hier wird mit 1000 Kubikmeter pro Jahr Urin ja, einfach Dünger erzeugt.
Das ist Urin von 2000 Menschen ungefähr. Und in Holland ist sehr viel Aktivität in solchen Rückgewinnungsprozessen. Da ist sehr viel mehr Interesse an diesen wirklich grundlegenden Dingen, wie man die Lebensgrundlagen auch langfristig sichern kann. Ist in Deutschland wenig erkennbar. Da wird mehr irgendwie irres Zeug geredet und Märkte für große Konzerne aufgemacht, weil da die Leute hinterherlaufen, da ihr Geld verdienen und anstatt sich für was einzusetzen, wo man nur Ärger für kriegt, was ich gerne immer wieder mache. Aber es hat jetzt nach 25 Jahren, da gibt es dann doch sehr viele Projekte. Also muss einfach ein bisschen dranbleiben an dem Thema, ne? Ja, und jetzt die Neuentwicklung, von der ich gerade gesprochen habe. Das hat auch Ulrich Braun ursprünglich erfunden, hatte es damals auch patentiert, konnte das aber nicht realisieren. Und jetzt, nachdem er verstorben ist, das Patent auch frei ist, hat jetzt Firma Laufen in der Schweiz, also so eine Nobel-Sanitärfirma, die wirklich hochwertige und auch hochpreisige Produkte haben. Hier ist die Toilettenschüssel. So mal zu sehen, hier oben der Deckel und Urin fließt halt im vorderen Teil runter und hier ist so ein kleiner Einlass, hier unten sieht man es mal im Detail, also das Urin fließt hier runter und es gibt ja diese Adhäsion, dass halt eine Flüssigkeit an einer glatten Oberfläche entlang fließt, also dann diesen Bogen macht und hier in dieses Rohr abfließt. Und dadurch kann man Urin sammeln, ohne dass das verstopfen wird, weil das einfach eine große Öffnung ist. Kann ab und zu mal gereinigt werden mit Essig oder mit Zitronensäure. Und die Fäzes werden dann ganz normal gespült. Da wird auch dann die ganze Schüssel gespült. Und das Wasser dann reißt da aber ab und geht nur zum kleinen Teil in diesen Ablauf, sodass das Urin ja, fast unverdünnt gesammelt werden kann. Ist eine tolle Entwicklung und ich bin sehr, sehr froh, dass Firma Laufen das jetzt aufgegriffen hat. Ja, der Vorschlag hier, das ist hier aus der Website von der Firma Laufen, hier unten auch zu sehen, ist, dass da halt eine Urinleitung gemacht wird, Fäzes hier angeschlossen werden ans System. Und jetzt ist aber der Vorschlag, wie man ein gutes Abwassersystem jetzt für, ja, auch für wenige Häuser, für ein Dorf, auch für städtische Gebiete machen kann, aber auch individuell für ein einzelnes Haus. Man würde halt nicht anschließen an das Abwassersystem, sondern wir wollen auch wieder die Trennung Toilette und Abwasser. Deshalb machen wir hier eine Grauwasserleitung und hier eine Schwarzwasserleitung. Und die würde dann auch noch natürlich hier oben weitergehen für die Toiletten hier oben, aber halt nicht nur für Urin, sondern fürs gesamte Schwarzwasser. Und wir haben hier halt den großen Vorteil, dass bei dieser Toilette nach dem Urinieren nicht gespült werden muss. Und dadurch haben wir eine geringe Verdünnung und wir können damit das Schwarzwassersubstrat, das Schwarzwasser sammeln, damit da Bodensubstrat draus gewonnen wird. Und hier kann dann halt einfach ein Abpumpen erfolgen durch so Vakuumfahrzeuge, die sonst auch so Gruben entleeren. Die Technik ist vorhanden. In manchen Teilen der Welt heißen diese Vakuum-Fäkalien-LKWs Honeysuckers. Das ist dann ein sehr schöner Begriff. Und die könnten das halt dann einsammeln. So, dann die Fäzes davon kann man halt hier auch aussieben. Man kann sie aber auch insgesamt sammeln. Aber dann in Laktofermentation versetzen. Das ist hier ein sogenannter Rottebehälter, wie wir es damals in Linz auch eingebaut haben. Und durch Laktofermentation wird Geruch verhindert und es kommt zu einer ersten Hygienisierung. Ja, Grauwassernutzung wird möglich durch volle Nährstoffnutzung. Hier mal ein Bild von dieser Grauwasseranlage in Lübeck bei diesem Expo 2000-Projekt, was ich damals
geplant und gebaut habe. Das war für etwa 200 Einwohner dort. Und wir haben Tausende von Besuchern aus aller Welt gehabt. Also die ganze Innovation, die heute passiert, die Projekte in Holland, in Schweden, in China und auch woanders, die sind auch, vieles davon geht auf dieses Projekt zurück, weil 6.000, 7.000 Fachbesucher aus aller Welt haben da die Ideen mitgenommen und auch weitergetragen. Ja, und das ist hier Beispiel Grauwassernutzung und das ist halt etwas, was auch wichtig ist, wenn es Wasserknappheit gibt oder wo es Wasserknappheit gibt. Die volle Wiederverwendung heißt null Emissionen. Volle Wiederverwendung, null Emissionen in die Gewässer. Dazu gibt es erhebliche Energieeinsparungen und ein Gesamtkonzept für das Zusammenwirken von Mensch und Natur habe ich dargestellt in meinem Buch Das neue Dorf, was ein ziemlicher Renner wurde, nachdem ich die erste Fassung 2017 veröffentlicht habe. Ich habe jetzt gerade ganz, ganz neu die Neuauflage 2023 mit deutlicher Überarbeitung. Ich habe von meinen über 100 Vorträgen viele Ideen und Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die auch in der Praxis arbeiten. Und das ist hier alles mit eingeflossen. Gibt es im Buchhandel oder bei ePubli über Titelsuche. Ja, das der kurze Werbeeinschub. Und hier steht aber auch einiges zu den Abwassersystemen drin, was ich jetzt hier auch so beschrieben habe. Ja, das ist im Grunde so die Idee, dass man halt eine Nutzung hat, wieder auf den Boden zurück. Und ich würde das Bild inzwischen, das habe ich auch vor 30 Jahren gemacht, auch dieses Bild ist vielfach um die Welt gegangen, wird viel auch immer noch gerne verwendet. Ich würde das inzwischen etwas anders darstellen, dass halt hier die Nährstoffe halt nicht an den Boden gehen, aber halt nicht für Lebensmittel, sondern das Lebensmittel da gesondert ist. Aber die Gewässer können sehr viel sauberer werden. Wir haben diese Probleme mit der pathogenen Belastung, also die Krankheitserreger in den Flüssen nicht mehr, die ein ernsthaftes Problem sind. Ja, und so kann es dann gut weitergehen. Also die Nutzung von Exkrementen und auch Urin ist eine Sache, die man auf kommunaler Ebene oder für ein ganzes Dorf oder für einen Stadtteil regeln sollte. Individuell kann man es machen, wenn man ein sehr großes Grundstück hat und sich nicht scheut, auch Eimer rauszutragen und das einzubuddeln. Und da gibt es nicht sehr viele Menschen, bei denen das beides zutrifft. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, deshalb wollte ich das mal klarstellen und ja, ich freue mich auf weitere intensive Diskussionen hier unter dem Video und ich freue mich sehr, dass dieses Thema jetzt auf mehr Interesse stößt. Also vor 30 Jahren war das sehr mühsam, ich wurde viel ausgelacht. Dann wurde ich aber nach ein paar Jahren, als das klar wurde, dass da was dran ist, auch angegriffen. Also Angriffe kommen dann und dann irgendwann kommt dann halt, dass alle sagen, ja, das ist doch normal, das machen wir. Und das ist jetzt die Phase, wo halt viele große Projekte gemacht werden, von denen ich ein paar gezeigt habe und wo ich auch stolz drauf bin, dass da große Projekte auf meine Entwicklung zurückgehen. Und insofern vielen Dank fürs Interesse und schönen Tag.